Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, auch trotz Research Forum heute. Nachdem wir den ersten Block der Ringvorlesung erfolgreich abgeschlossen haben zur historischen Einordnung und Methodologie, wird Herr Karl-Heinz Brodbeck heute den zweiten Block einleiten, der da heißt Ökonomik als Sozialwissenschaft. Und wir wollen anfangen mit einem Vortrag zu Grenzen mathematischer Erkenntnis als Grundlage dafür, darüber nachzudenken, wie eigentlich Ethik mit in das Konzept Ökonomik als Wissenschaft reinpassen könnte. Und ja, viel Spaß euch allen und vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Studierende. Grenzen mathematischer Erkenntnis als Thema wurde mir mehr oder minder vorgegeben. Ich nehme das natürlich gerne auf. Bin ich akustisch da? Bin ich verständlich? Ich weiß nicht. Na gut, also ich schaffe es auch ohne Mikro, aber kein Problem. Wenn wir von Grenzen der mathematischen Erkenntnis sprechen, was ja der Titel dieser Veranstaltung ist, sprechen wir natürlich von den Grenzen mathematischer Erkenntnis in der Ökonomik und nicht von den Grenzen der mathematischen Erkenntnis in anderen Gebieten, vor allem in den Naturwissenschaften. Darüber spreche ich jetzt nicht, denn ganz offensichtlich ist ja die Mathematik als Sprache, als wichtigste Sprache der Physik, äußerst erfolgreich gewesen historisch. Jeder, der mit der Anwendung von Techniken zu tun hat, der wird auch Mathematik studieren müssen. Okay. So, ist jetzt besser? Ja, gut. Und ich spreche auch nicht über die Mathematik als Mathematik. Doch ein Satz sage ich dazu. Einige werden ihn vielleicht nicht nachvollziehen können, aber wer sich einmal mit Mathematik beschäftigt als eine Wissenschaft oder auch nur mit bestimmten Anwendungen, dem kann passieren, dass er sich in diese Wissenschaft verliebt. Ja, sie ist nämlich unheimlich schön und klar und gibt eine Sicherheit. Und ich nehme mich bei weitem nicht aus, meine Diss habe ich über ein Thema mathematischer Ökonomie geschrieben. Also ich spreche nicht gegen Mathematik als Wissenschaft oder als Erkenntnisform, überhaupt nicht, sondern ich spreche von ihrem Missbrauch. Wenn man versucht, Mathematik anzuwenden auf das Verhalten, das gibt es übrigens, Herbert Simon hat das versucht, auf das Verhalten einer Gruppe und da irgendwelche Gleichgewichte und Feedbacks ausrechnen möchte, dann glaube ich, wird schon ziemlich leicht sichtbar, wie wenig das funktioniert. Er hat sogar auf ein Ehepaar mit Kindern versucht anzuwenden, wo dann Intensitätskoeffizienten und Differentialgleichungen über die Stabilität des Sozialsystems ausgerechnet werden. Da wird es dann einfach nur noch albern. Die Frage ist nun, ist das, was wir an neuerer, moderner ökonomischer Theorie in der Regel präsentiert bekommen, in der Regel setzt das eben auch Statistik und Mathematik voraus. Wer das Fach studiert, muss in aller Regel einen Schein machen in Mathematik und einen Schein machen in Statistik. Ist das eine adäquate Erkenntnisform? Wird diese Erkenntnisform ihrem Gegenstand, ganz formal ausgedrückt, nämlich der Wirtschaft, gerecht? Der Frage möchte ich ein bisschen nachgehen. Die Methode der mathematischen Modellbildung ist keineswegs von Anfang an ein Teil der ökonomischen Erkenntnis gewesen. Ja, es geht sogar so weit, dass die Ökonomik als Wissenschaft, nämlich als Teilgebiet der Ethik, viel älter ist als die Mathematik. Wenn wir den Anfang setzen, wie immer bei den Griechen, bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik, im fünften Buch finden wir ökonomische Fragestellungen über Tausch und Bedürfnisse, Rechtsformen und so weiter behandelt. Da wird natürlich keine Mathematik angewendet und Aristoteles hätte den Kopf geschüttelt, wenn man gesagt hätte, hier wäre etwas oder wäre sehr viel zu rechnen. Die moderne Mathematik stammt so ziemlich genau aus dem Jahr 1202 von Leonardo Pisano oder Fibonacci auch genannt
Und vorher gab es überhaupt keine moderne Mathematik. Also schon daran sehen Sie, dass die beiden Gegenstände Ökonomik und Mathematik keineswegs von Anfang an verheiratet waren, sondern das ist eine spätere Entwicklung gewesen. Die Anfänge, was relativ wenig bekannt ist, liegen dafür übrigens keineswegs erst im späten 19. Jahrhundert, ich werde darauf noch eingehen, sondern finden sich interessanterweise in der deutschen Tradition bei dem Grafen Georg von Buquoy. Ich lese ihn mal einfach so als Geschmackshäppchen sozusagen aus seinem Buch Theorie der Nationalwirtschaft von 1815 eine Forderung vor, die inzwischen längst erfüllt ist. In den nationalwirtschaftlichen Schriften wird von dem so wichtigen Werkzeuge als die mathematische Analyse bei philosophischen Untersuchungen überhaupt ist, bei weitem der Gebrauch nicht gemacht, dessen es fähig wäre. Also ist das Werkzeug. Alle über Quantität in der Nationalwirtschaft ausgesprochenen Sätze, also alle über Quantität in der Nationalwirtschaft ausgesprochenen Sätze sind daher nur sehr dunkel und unbestimmt, indem sich dergleichen Bestimmungen nur in der Sprache der Algebra richtig angeben lassen. Also die Denkfigur lautet hier, die Wirtschaft hat es mit Quantitätsverhältnissen zu tun, was ja auf den ersten Blick völlig richtig ist. Und mit Quantitäten muss man in der diesen Gegenständen entsprechenden Sprache umgehen. Und das ist nun mal die Mathematik. Man bestimmt also die Mathematik als eine Sprache unter vielen. Launhardt, ein 1855 schreibender Autor, einer der Väter der mathematischen Ökonomik, sagte auch in seiner Einleitung, es ist ja die Mathematik nichts anderes als eine Sprache. Ein Satz, den mit anderer Quelle dann Paul Anthony Samuelson auf sein zentrales Hauptwerk Foundations of Economic Analysis von 1947 als Motto hinschreibt. Mathematics is a language. Er bezieht sich da auf einen Naturphilosophen Willard Gibbs. Der Gedanke ist also, wir brauchen eine bestimmte Sprache, um über wirtschaftliche Wirklichkeit sprechen zu können. Die Sprache muss dieser Wirklichkeit adäquat sein. In der Wirtschaft wird über Quantitätsverhältnisse gehandelt und gedacht und gerechnet. Folglich ist die Mathematik auch die richtige Sprache, diesen Gegenstand zu behandeln. Und deshalb ist in logischer Konsequenz die mathematische Ökonomik eigentlich der Schlussstein oder der erreichte Höhepunkt dieser Wissenschaft als einer Wissenschaft. Der es dann wirklich ausgesprochen und durchgeführt hat, bis in alle Details, war nach dem Vorgang von Chevens Leon Walras, auch eine kleine Kostprobe aus seiner 1874 erschienenen Hauptschrift The Whole Theory, ich kann es leider nur auf Englisch hier wiedergeben, des Französischen bin ich nicht sehr mächtig und deshalb auf die englische Übersetzung angewiesen. The whole theory is mathematical, sagt er, although it may be described in ordinary language, the proof of the theory must be given mathematical. Das heißt, man kann zwar die Ergebnisse dann auch irgendwie übersetzen in gewöhnliche Sprache, aber die eigentlichen Beweise, die wichtigsten Denkformen, die müssen mathematisch sein. Dieser Vorstellungsweise möchte ich jetzt etwas genauer nachgehen. Ich werde meinen kleinen Vortrag hier in drei Teile teilen. Erstens möchte ich ein bisschen schildern, was da gemacht wird in der mathematischen Ökonomik. Nur so ganz kurz skizziert, keine Angst, es wird nicht gerechnet an der Tafel. Und in einem zweiten Schritt möchte ich, oder sagen wir im Schritt 1b, wenn das 1a ist, im Schritt 1b möchte ich die Anwendung mit bestimmten Argumenten in Frage stellen, daraus einige grundlegende Betrachtungen anstellen, wie man überhaupt Gegenstände des Sozialen der Gesellschaft erkennen kann, was da die Besonderheiten sind, und dann in einem Schlussabschnitt, der sich dann ganz logisch daraus ergibt, einige wirtschaftsethische Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich führe also, wenn man den ganzen historischen Bogen betrachtet, den die ökonomische Theorie gemacht hat, dann fing sie ja an als Teilgebiet der Ethik, noch bei Adam Smith war sie ein Teilgebiet der Ethik,
wurde dann eine quasi Naturwissenschaft, natürlich keine Naturwissenschaft im engeren Sinn. Und aus dieser Form, wenn man durch eine gewisse kritische Phase hindurchgegangen ist und wenn wir über die Zukunft der Ökonomik reden, für die ich hier ein Wort einlegen möchte, dann muss die Ökonomik, das wird meine Schlussthese sein, wieder explizite Ethik werden. Meine Hauptthese wird sein, die ich auch in vielen Publikationen immer wieder vertreten habe, auch die mathematische Ökonomik ist eigentlich implizit eine Ethik geblieben. Um das zu verstehen, brauchen wir ein paar Argumente. Sehen wir uns erstmal an, wie mathematische Wirtschaftstheorie aufgebaut ist. Was sind da die Voraussetzungen? Und warum ist das auch so plausibel auf den ersten Blick? Nun, ein erster Standpunkt, den die ökonomische Theorie immer stärker herausgearbeitet hat, und hierbei, Klammer auf, Klammer zu, möchte ich darauf hinweisen, dass ich jetzt von der Hauptlinie der ökonomischen Theorie spreche, also klassische Ökonomie, sprich Ricardo, die Formulierung dann bei Mill, dann deren Mathematisierung bei Walras und bei Jevons und bei Marshall bis hin zu der Ökonomik der Moderne dann, Samuelson, de Broglie und so weiter, wie sie alle heißen. Also diese Linie vor Augen, nicht die Nebenlinien. Es gibt natürlich noch ganz andere ökonomische Denkformen, über die ich heute aber nicht spreche, weil ja die mathematische Ökonomie Gegenstand ist. Also zum Beispiel werde ich nichts über den Marxismus sagen, ich werde nichts sagen über den Universalismus von Otmar Spahn, ich werde nichts sagen über viele Schulen, die am Beginn des 19. Jahrhunderts sich innerhalb Deutschlands entwickelt haben, die völlig vergessen sind, aber unheimlich fruchtbar. Achtung, jetzt kommt eine Werbeeinblendung, darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben, Ökonomik sozusagen im Umkreis von Goethe, Klammer zu, die Werbeeinblendung ist vorbei. Also da gibt es noch viel zu entdecken, und wenn ich sage, die Hauptlinie der ökonomischen Analyse, dann will ich damit nicht sagen, dass es nicht andere Gedanken auch gegeben hätte. Zum Beispiel im amerikanischen Institutionalismus finden sich viele, viele ökonomische Analysen völlig abseits der mathematischen Methode. Es gibt allerdings auch innerhalb der mathematischen Ökonomik unterschiedliche Schulbildungen. Es gibt sogar eine marxistische Ökonomie, die mathematisch daherkommt. Die Neo-Ricardianer formulieren ihre Hauptthesen auch mathematisch. Auf solche Details kann ich leider nicht eingehen, obwohl mir es großen Spaß machen würde, aber da haben wir die Zeit einfach nicht dazu. Also die Hauptlinie der ökonomischen Analyse beruht auf einer, wenn man so will, philosophischen Voraussetzung, methodischen Voraussetzung. Das ist der sogenannte methodologische Individualismus. Man betrachtet die Gesellschaft als eine Versammlung von, um das Wort von Menger aufzugreifen, von Atomen, Individuen, unteilbare letzte Einheiten, und die treten zueinander in Wechselwirkung. Und die Wechselwirkung, in die sie eintreten, ist eine rein mechanisch aufgefasste. Das ist der Austausch, aber dieser Austausch wird begriffen als mechanisches Stoßen. Das zentrale Phänomen dafür, das man in der Ökonomie identifiziert bei den Individuen, die sozusagen konkurrierende Egoisten sind, das zentrale Phänomen ist der Wettbewerb. Das war der Schlüssel, um die ökonomische Theorie in diese mathematische Form zu transformieren, dass man gesagt hat: Erstens, die Wirtschaft besteht aus vielen Individuen. Später hat man dann natürlich auch die Unternehmen als Individuen begriffen, eine Bewegung, die sie bis in die Gegenwart wiederum durchgesetzt finden, indem man sogar den Unternehmen die Menschenrechte zuerkennt. Ja, da gibt es einige Rechtsurteile in den USA, es gibt auch eine ganz eigene Literatur darüber, was immer man davon halten will. Aber da sehen Sie schon, dieser Individuenbegriff ist ganz konsequent aufgefasst als ein letztes Element der menschlichen Gesellschaft unter ökonomischer Perspektive. Die Ökonomen bestreiten natürlich nicht, jedenfalls in ihrem Anfang nicht, also John Stuart Mill, der dieses methodische Prinzip erstmals in der 1844er Schrift über Unsettled Questions formuliert hat und einen sehr schönen methodischen Aufsatz da drin hat,
Da spricht er etwas aus, was die späteren Ökonomen dann immer wieder vergessen haben. Er sagt, wenn wir die Wirtschaft so betrachten, als bestände sie aus lauter, ich übersetze ihn jetzt sehr frei, aus lauter konkurrierenden egoistischen Individuen, dann behaupten wir natürlich nicht, dass die menschliche Wirklichkeit sich darauf reduzieren lässt. Wir sagen auch nicht, dass die Menschen so sind, sondern wir sagen nur, dass für die Fragestellung der Wirtschaft diese Voraussetzung sinnvoll ist und zweckmäßig ist. Auch Karl Menger, der Begründer der subjektiven Wertlehre, der auf die mathematische Methode verzichtet hat oder sie nicht konnte, wie auch immer, dieser Karl Menger hat denselben methodischen Standpunkt eingenommen. Und das muss man also wirklich klar herausheben, dass das, wenn wir den Begriff Sprache nochmal aufgreifen, auch wenn man die gewöhnliche, die alltägliche Sprache, nicht die mathematische verwendet, dass man dann methodisch trotzdem auf demselben Fundament ruht. Also wenn Sie heute lesen, dass die österreichische Schule, Karl Menger, Bem Baerwerk, Wieser, später Mises und Hayek, dass diese Leute eigentlich eine ganz andere Art von Ökonomik machen als die mathematische Ökonomik, so ist das nur cum grano salis zu nehmen. Also trifft die Grundvoraussetzung gerade nicht. Vielleicht sollte ich einen Namen noch erwähnen, also ein Intermezzo. Ich glaube 1856 war es, ich könnte mich jetzt irren, aber jedenfalls die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts. Das ist der Herr Gossen, den Sie vielleicht alle kennen, wer einen Mikrokurs gemacht hat, der kennt das erste und zweite Gossensche Gesetz. Der hat ein Buch geschrieben, das in mathematischer Form die Ökonomik behandeln wollte. Und er hat geglaubt damit, wie Kopernikus schreibt im Vorwort, den Lauf der Gestirne entschlüsselt hat, so habe ich den Lauf der menschlichen Gesellschaft entschlüsselt. Und hat sehr große Erwartungen an das Buch gerichtet. Es wurde aber überhaupt nicht beachtet, er hat es dann einstampfen lassen. Falls Sie irgendwo im Speicher noch ein Exemplar entdecken, brauchen Sie keine Ökonomie studieren, dann sind Sie reich. Ich glaube, es gibt, Walras hat verzweifelt eines gesucht und dann irgendwo wurde eines entdeckt. Aber, und das ist auch heute als Reprint ganz einfach, Sie kriegen es im Internet. Aber das war so ein Versuch, der ohne großen Erfolg war. Und erst Walras hat dann im Retrospektive gesagt, ich bekenne mich als Schüler dieses großen Ökonomen Gossen. Das Buch selber, es lohnt sich zu lesen, es hat so einen theologischen Unterton, er spricht von göttlichen Gesetzen und er ist der hohe Priester, der die ökonomischen Gesetze verkündet und so weiter. Das ist so ein Stil, der also relativ typisch ist für viele mathematische Ökonomen, auch für Solow und für Samuelson, um zwei aus der Moderne zu nennen. Solow wurde von Samuelson mal bezeichnet, ja, wenn er sein Wachstumsmodell macht, dann ist er ja nicht so streng, nur wenn er der hohe Priester dieser MIT-Schule ist, die also mathematische Ökonomie in der Moderne wesentlich begründet hat, dann muss man ihn wirklich ernst nehmen. Also so dieses Priestertum des Experten, das war offensichtlich der mathematischen Ökonomie schon in die Wiege gelegt bei Gossen. Ja. Okay, also was tun jetzt die mathematischen Ökonomen? Sie bauen Modelle, die auf dem methodologischen Individualismus aufbauen, die Wechselwirkung zwischen den Menschen reduzieren, auf Tauschprozesse und diese Tauschprozesse als Wettbewerb darstellen. Das ist also die wesentliche methodische Voraussetzung. Und da spricht auch sehr viel auf den ersten Blick dafür. Was man im 19. Jahrhundert entdeckt hat, vor allem Quetelet, der ein Astronom war, aber dann eine soziale Physik, Physik Social, geschrieben hat, hat dieses Phänomen genauer untersucht. Das sind die Eigenschaften von statistischen Massen. Man hat entdeckt, wenn man längere Zeit rein, und da waren übrigens überhaupt erstmal die empirischen Daten verfügbar, schön langsam, wenn man die länger betrachtet, zum Beispiel Heiraten, Sterbehäufigkeit, Häufigkeiten von bestimmten Krankheiten und so weiter, dann entdeckt man ein statistisches Muster. Da entstand dann auch die Stochastik, also eine Wissenschaft von Massen, wo solche Dinge dann vorkommen wie Erwartungswert, Streuung und so weiter. Kurz, man entdeckte, dass scheinbar durch die individuelle Freiheit hindurch, die Entscheidungsfreiheit der Individuen, in der Masse ein Gesetz wirkt, das Gesetz der Masse. Und dieses Gesetz könne man genauso beschreiben, wie man zum Beispiel in der Thermodynamik die Masse von
Molekülen beschreibt und verwendet dann natürlich gelegentlich Makrobegriffe. Sie sagen nicht, es Milliarden oder Billionen von Atomen und Molekülen bewegen sich hier, also Luft, in der Luft sind es Moleküle und die zeigen dann ein bestimmtes Muster. Nein, man sagt, da gibt es einen Durchschnittsbegriff dafür und das ist die Temperatur. Ja? Also die Analogie war von Anfang an auch in den ökonomischen Wissenschaften da. Damit Sie sehen, das ist nicht eine äußere Interpretation, sorry, das ist die Selbstinterpretation der mathematischen Ökonomen. Noch ein kleines Zitat von Walras, das glaube ich auch das Ideal, das man vor Augen hatte, nämlich das physikalistische Ideal, dass die Physik die Wissenschaft ist, nicht irgendeine, es ist die Wissenschaft und alle anderen Wissenschaften müssen sich daran orientieren, das spürt man hier durch. Er sagt also in sein Elements d'économie pure, wieder die englische Übersetzung von 1874, very few of us are capable of reading Newtons Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, also Newtons Hauptwerk, oder Laplace Mechanique Celeste, and yet on the word of competent scientists, we all accept the current description of the universe of astronomical phenomena based on the principle of universal gravitation. Also, wenn ich das locker übersetze, wir alle, obwohl wir die Theorie nicht verstehen, die Physik nicht verstehen, vertrauen auf die Erklärung von Astronomen als Experten, das Universum sieht so und so aus und funktioniert so und so und die Sonne dreht sich. Die Erde dreht sich nach diesen Gesetzmäßigkeiten um die Sonne und der Mond um die Erde und so weiter. Da vertrauen wir einfach drauf, selbst wenn wir das nicht rechnen können. Also Sie sehen schon, da ist dieser elitäre Anspruch da. Wir wissen es. Wir haben das höhere Wissen. Und dann sagt er weiter, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, why should the description of, und das ist hervorgehoben jetzt mit Emphase, why should the description of the universe of economic phenomena based on the principle of free competition, not be accepted in the same way. Das heißt, wir sollen gefälligst akzeptieren, was die Experten, nämlich die rechnenden Ökonomen, sagen und das überhaupt nicht zu hinterfragen, denn das ist dieselbe Art und Betrachtungsweise. Die Wirtschaft funktioniert nach derselben Analogie, wie das Universum funktioniert und wie die Physik es beschreibt. Da merken Sie schon, dieser hohe Priester, der bei Samuelson explizit angesprochen wird und der schon bei Gossen sich findet, dieser hohe Priester spricht hier durchaus mit geschwellter Brust ebenso da. Ja? Übrigens sagt Walras auch noch ausdrücklich, unsere Wissenschaft beansprucht nicht eine empirische in dem Sinne zu sein, dass wir uns immer schon an jeder nächstbesten Tatsache blamieren können, sondern sie ist rein rational konstruiert und deshalb wahr. Ja, also die Mathematik in ihrer Form garantiert für die Wahrheit dieser Wissenschaft. Sie muss sich gar nicht in diesem empirischen Umfeld bewähren, das braucht sie gar nicht, sondern sie ist wahr, wie die newtonsche Physik in sich einleuchtend ist und Kant hat ja Newton so übersetzt, dass er gesagt hat, das ist a priori wahr, das ist in unsere Vernunft eingebettet. Ja? Kant versteigt sich ja dann so weit, dass er sagt, der Mensch schreibt der Natur die Gesetze vor, die a priori in der Vernunft hausen. Ja? Also da sehen Sie schon, da spricht eine bestimmte Haltung, wenn man so will, auch ein Herrschaftsanspruch. Jetzt wollen wir aber noch eine weitere Begründung haben. Die erste Begründung lautet also, die Gesellschaft besteht aus Individuen, Atomen, unteilbaren Elementen, Individuen, also unteilbare Elemente. Sie treten nur äußerlich in Beziehung zueinander. Die Vergesellschaftung erfolgt über Tausch und Wettbewerb. Mechanism of Competition ist ein Ausdruck, der da immer wieder vorkommt. Also diese Vorstellung, die übrigens Kant auch übernommen hat, Kant spricht von einem Mechanismus der Natur, den man an den Menschen wirken lassen kann. Also das hat die Menschen fasziniert offensichtlich, die Wissenschaftler. Massenphänomene bringen Formen und Strukturen hervor, die nicht im individuellen Entscheidungsbereich liegen. Wir beabsichtigen das nicht, sondern das kommt eben zustande. Und daraus leitet man dann ab, all diese typischen Massenphänomene wie eine durchschnittliche Preisbildung,
Kosten und so weiter. Das ist eben das Ergebnis der Wechselwirkung dieser Individuen. Und diese Wechselwirkung können wir nur verstehen, wenn wir sie in der abstrakten, sprich mathematischen Form darstellen. Jetzt gibt es noch eine zweite Begründung, die ich sehr interessant finde. Die findet sich auch bei Walras. Walras sagt, es ist schon richtig, wenn wir tauschen. Ich fange einen Satz vorher nochmal an, Entschuldigung. Walras gilt auch mit als einer der Begründer der sogenannten subjektiven Wertlehre. Das muss ich schnell noch einschieben. Also die Wertlehre der klassischen Ökonomen war eigentlich die Vorstellung, alles, was in der Wirtschaft passiert, ist ein Resultat der Arbeitsteilung. Folglich drückt sich in allen ökonomischen Phänomenen die Arbeit als eine Wertsubstanz im Preis und im Kapital und im Wettbewerb aus. Es wird eigentlich nur eine Arbeitssubstanz unterschiedlich auf verschiedene Sphären verteilt. Heute nennen wir sowas Allokation. Die klassischen Ökonomen sagten, alle Wertphänomene lassen sich reduzieren auf Arbeit. Das ist so ein Substanzbegriff, der dahinter steckt, der übrigens logisch ganz, ganz ähnlich ist wie der Carnot-Prozess bei der Dampfmaschine. Carnot hat die Dampfmaschine als erster physikalisch beschrieben, formal beschrieben. Und wenn Sie sich die Struktur des Arguments angucken, kommt das dem sehr, sehr nahe. Das war der kleine Einschub. Walras, Chevens, Karl Menger vorher schon Gossen und, wie ich hinzufügen möchte, viele innerhalb der deutschen Schule der Nationalökonomie nur vergessene Ökonomen, Rau, Büsch und so weiter, wie sie alle heißen, haben versucht, diese Arbeitswertlehre schrittweise zu überwinden und haben versucht, den Wert als ein subjektives Phänomen der Wertschätzung aus unserer Nutzenabwägung abzuleiten. Walras war auch einer derjenigen. Und darum hat er jetzt ein bisschen das Problem, die mathematisch beschriebenen ökonomischen Gesetze sind ja rein objektiv. Der Wettbewerb, das ist ein rein objektives Phänomen. Wie schaffen wir es, das Wertphänomen von seiner subjektiven Seite her zu begründen und dennoch mathematisch die Wechselwirkung all dieser Entscheidungen mathematisch zu beschreiben? Er hat übrigens auch die subjektive Entscheidung dann mathematisiert. Wenn Sie einen Grundkurs Mikroökonomie machen, werden Sie damit geplagt. Meistens nimmt man die Bezeichnungsweise von Chevens, aber die ist da ganz analog. Da werden schöne Nutzenfunktionen hingeschrieben und Grenznutzen ausgerechnet, ein erstes Gossensches Gesetz, ein zweites Gossensches Gesetz und so weiter und so fort. Das sind die Spiele, die man eben im Studium so veranstaltet. Ja. Diese Art von Betrachtung ist der Versuch, die Mathematik direkt auf die menschliche Psyche zurückzuführen. Das gibt es auch in der Psychologie des 19. Jahrhunderts. Fechner zum Beispiel hat das versucht, über Reizreaktionssysteme, also hat er einen Zusammenhang zwischen äußerem Einfluss und der Reaktion darauf in eine mathematische Form gebracht. Das berühmte Fechnersche Gesetz, es gibt das Webersche Gesetz. Viele andere Autoren, ich will mich jetzt hier nicht verfranzen, Herbart zum Beispiel hat eine mathematische Psychologie in zwei Bänden vorgelegt, die übrigens sehr interessant ist und in der, wenn man von Nutzentheorie schon spricht, viel, viel eleganter und komplexer als die spätere Nutzentheorie. Nur hat es niemand gelesen. Also wer liest überhaupt schon etwas, was außerhalb des eigenen Fachgebiets liegt? Und wer liest schon Deutsch, wenn man Engländer ist? Das ist auch klar. Also diese Art von Analysemethode hat man schon versucht, dass man sagt, die menschliche Psyche lässt sich mathematisieren. Aber das war bei Walras gar nicht so sehr der Punkt. Er kennt auch den Begriff des Grenznutzens, er hat auch Grenznutzenfunktionen aufgeschrieben. Spätere Autoren wie Pareto und so weiter haben das dann etwas abgemildert, indem sie gesagt haben, absolut kann man den Nutzen nicht messen, aber man kann als Präferenzordnung kann man ihn begreifen, Ophelimität. Heute verwenden wir eigentlich in Mikroökonomie nur noch diese Nutzentheorie als nicht als absolute Nutzenmessung, sondern nur als ein Index. Der Nutzen ist nur ein Index für eine Präferenzordnung. Diese Mittel haben aber dem Walras offensichtlich Bauchschmerzen bereitet, weil er gesehen hat, ja, diese subjektive Fundierung bereitet Probleme. Und wenn man sich die Stellen anguckt, es gibt Vorlesungen aus dem Jahr 1884, die sogar auf Deutsch erschienen sind ursprünglich, und da versucht er mit allen möglichen Argumenten diese subjektive Komponente irgendwie dann doch objektiv zu machen, und man merkt, er verheddert sich mit seiner Argumentation, könnte ich jetzt im Detail vorstellen, machen wir aber nicht. Ich gucke mal sein pfiffigstes Argument an, mit dem er das Problem gleichsam vom Tisch gewischt hat.
muss ich gucken, dass ich das Zitat finde. Da haben wir es. Ich werde es dann ein bisschen erläutern, falls es aus dem Zitat nicht unmittelbar klar wird. Er erörtert diese subjektiven Phänomene und kommt dann zu folgender Schlussfolgerung. Thus any value in exchange, also jeder Tauschwert, once established, partakes of the character of a natural phenomenon. Natural in its origin, natural in its manifestation, natural in essence. Natural ist hier wichtig. Natural heißt immer beschreibbar im Sinne der Naturwissenschaft. Was ist hierbei der Gedanke? Welche Erwägungen auch immer bei zwei Tauschpartnern subjektiv einfließen mögen, die können wir auch ein bisschen beschreiben, so mit Grenznutzen oder was weiß ich, mit Edgeworth Box und was man da alles für Spielchen lernt, wenn man Mikroökonomie studiert. Wer ganz modern drauf ist, der kann dann natürlich alle möglichen spieltheoretischen Tauschmodelle sich noch angucken. Was immer da auch an Psychologie ablaufen mag, sagt Walras, frei übersetzt, spielt eigentlich keine Rolle. Denn sobald der Tauschakt zustande gekommen ist, sobald also ein Liter Milch gegen 2 Kilo Brot ausgetauscht werden, liegt ein fixes Verhältnis vor, in naturwissenschaftlich zu beschreibenden Größen, nämlich 1 Kilo oder 1 Liter Milch geteilt durch 2 Kilo Brot. Und dieses Verhältnis ist rein natürlich zu beschreiben, wie ein Phänomen in der Natur auch. Das Zustandekommen, da fließen die subjektiven Faktoren ein, aber wenn es mal da ist, wenn also der Tausch zustande gekommen ist, die Faktizität, die erlaubt dann uneingeschränkt eine mathematische Beschreibung. Das scheint mir mit das pfiffigste Argument, das mathematische Ökonomen vorgebracht haben. Weil die Schwierigkeit mit im Wettbewerb zur Psychologie mit Nutzenfunktionen zu arbeiten und so weiter, die ist eigentlich ziemlich bekannt und ist auch innerhalb der ökonomischen Theorie immer wieder heftig umstritten gewesen. Und die Tests, die man angestellt hat, um das dann empirisch zu messen, die sind alles nur nicht sehr erfreulich gewesen. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist im Journal of Behavioral Science, wo Leute ihres Schlages getestet wurden, sprich Studenten, die Geld brauchten, die wurden in einen Apparat eingespannt, da wurden ihnen die Füße verdreht und da wurde gefragt, für 20 Dollar, wie weit darf ich jetzt gehen? Ja, und dann, wenn ich da 40 Dollar gehe, wie weit darf ich dann in der Schmerzskala gehen? Da hat man versucht, zwischen Schmerzskala und Zahlungsbereitschaft einen Zusammenhang herzustellen und daraus hat man Grenznutzen abgeleitet. Ja, also wenn verrückt, dann schon ordentlich, aber im Labor und das ist, macht es natürlich riesen was her. Ja. Also diese Art von Begründung im Subjekt, die ist eigentlich, hat nicht funktioniert. Deshalb haben auch später, Hildenbrand zum Beispiel in Deutschland hat versucht, sowas wie eine makroökonomische Mikroökonomie zu formulieren, der auch ausgegangen ist eben von Massenphänomenen und das heißt erst von der Faktizität eines getätigten Kaufs und nicht die Frage gestellt, wie kommt der Kauf zustande. Das ist Psychologie. Aber wenn er getätigt ist, der Kauf, haben wir ein fixes Verhältnis und wir können die Verhältnisse untereinander in Beziehung setzen und das können wir mathematisch machen und das ist ein naturwissenschaftliches Modell. Also ich habe es versucht, den Gedankengang so frei von Vorurteil, höchstens auf meinen Unterton, so frei von Vorurteil wie möglich darzustellen. Und wenn das diese Überlegung richtig ist, ist natürlich die Schlussfolgerung auch richtig. Es gibt Massenphänomene und übrigens sind die natürlichen Tauschphänomene, das heißt die zustande gekommenen Preise, die relativen Tauschakte, die sind eigentlich, haben einen natürlichen Charakter und folglich ist die einzig richtige Wissenschaft, die das darstellt, die einzige richtige Sprache, die das darstellt, die mathematische. Alles klar, wir können die Vorlesung beenden und Sie sind überzeugte mathematische Ökonomen und lesen ab sofort nur noch, was weiß ich, the Breu Theory of Value oder irgend sowas. Ja. Nun, ich muss Sie leider enttäuschen. Die Sicherheit, die darin liegt, ist keine. Erstens ist der Schluss von Walras vom zustande gekommenen Tausch darauf, dass es sich um ein natürliches Phänomen handelt, weil ja die Spur der Subjekte gleichsam eliminiert ist. Ja? Übrigens war das auch dasselbe Argument, sage ich nur in Klammern, das der Marx verwendet hat. Ja, der Marx hat auch gesagt, im Tauschakt objektiviert sich, da geht kein Atom
Gebrauchswert. Kein Atom Naturstoff fließt in die Wertgegenständlichkeit ein. Das ist genau dasselbe, nur von der Arbeitswertlehre her gesehen. Klammer auf, Klammer zu. Walras also sagt, wenn der zustande gekommene Kaufakt, Tauschakt, wenn wir den betrachten, haben wir ein natürliches Phänomen vor uns. Und dieses natürliche Phänomen können wir auch entsprechend beschreiben und mathematisch darstellen. Wie man das dann macht, da kann man vielleicht streiten drüber, da mögen dann die mathematischen Methoden noch unterschiedlich sein, aber die Sprache muss eine mathematische sein. Oder wie der Walras sagt, wir können es in eine gewöhnliche Sprache übersetzen, aber die Beweise müssen mathematisch erfolgen. Und dann kommt man eben zu diesen schönen Ergebnissen, die es bei Walras gibt, wie das Walrasche Gesetz, ja, die Summe aller Zahlungen, ist die Summe aller Ausgaben ist auch gleich wieder die Summe aller Einnahmen. Daraus ergibt sich dann, dass eine der vielen abhängigen Gleichungen, die man formuliert, sich als linear abhängig erweist. Man muss eine durchstreichen, dann muss man einen Preis muss man auswählen, das ist der sogenannte Numerär. Schon hat man das Geld erklärt. Ja? Das Geld ist einfach der exogen eingeführte Numerär in das System und alles ist in bester Harmonie. Und die ökonomische Theorie ist ein in sich geschlossenes System. Jetzt haben wir auch noch das Geld erklärt. Also ganz toll. Schumpeter, wenn Sie Schumpeter lesen, vor allem seine früheren Schriften, aber auch seine historischen Texte, der glüht geradezu vor Bewunderung von Walras. Ja, auch seine erste Schrift, seine Diss, ist eine einzige Huldigung an Walras. Er hatte ein bisschen Probleme mit der Mathematik, ja, das hat er immer ein Problem gehabt. Und das war furchtbar für ihn, weil die mathematische Sprache die einzig adäquate nach seiner Auffassung war, aber da hat er scheinbar ein bisschen Probleme gehabt. Es wird berichtet in späten Jahren, Schumpeter sagt Ihnen was, Josef Alois Schumpeter, als seine Frau gestorben war und die Mutter noch gestorben war, hatte beide Bilder, meine Hasen nannte er sie immer, aufgestellt am Schreibtisch und da hat man aus dem Nachlass dann einen Text drunter gefunden. Sorgt für mich, ihr Hasen, er hat angeblich auch zu ihnen gebetet, sorgt für mich und lasst mich nicht versagen in der Mathematik. Also da sehen Sie schon diese Hochschätzung, ja, die ich immer etwas kurios fand, weil Schumpeter eigentlich sehr viel breiter aufgestellt war intellektuell, dass er sich so auf den Walras konzentriert hat. Es ist vielleicht ein Jugenderlebnis gewesen, er ist während seiner Ausarbeitung seiner Diss, hat er die Dissertation an den Walras selber geschickt und ist dann vorbeigefahren und die haben sich dann sehr angeregt unterhalten, berichtet er später. Und er war ein ganz junger Kerl, so wie Sie, ja, so, was weiß ich, 23 war er, glaube ich, wie er die Diss geschrieben hat, oder gar nur 21, bin jetzt unsicher. Und Walras war also angetan von diesem hochintelligenten jungen Mann und am Schluss hat ihm die Hand gegeben und sagen Sie Ihrem Vater herzlichen Dank für die Zusendung des Buches. Walras konnte also nicht glauben, dass das dieser junge Kerl geschrieben hat, sondern hat geglaubt, er hat einen Vater gleichen Namens. Ja, und dieses Erlebnis hat offensichtlich Schumpeter so beeindruckt, dass er zeitlebens ein Walras-Fan geworden ist. Ja. Walras wurde später, um diesen Gedanken noch ganz kurz wenigstens bis zu einem bestimmten Punkt weiterzuführen, später im Detail natürlich weiter formalisiert. Da gibt es viele, viele Beiträge. Die ganze ökonomische Theorie in den 20er und 30er Jahren hat sich zunächst damit beschäftigt. Man hat also festgestellt, der Walras zählt einfach die Zahl der Gleichungen. Aus Angebots- und Nachfragebedingungen kann man bestimmte Gleichungen ableiten. Und dann setzt man Angebot und Nachfrage gleich und da kriegt man dann Gleichgewichtsbedingungen. Und am Schluss kommen eben die relativen Preise des Systems heraus und auch die Mengen, die gehandelt werden. Kurz, das ganze System ist dann fest determiniert. Ja? Und das hat man dann später noch im Hinblick auf viele Fragestellungen weiter untersucht. Ist das Gleichgewicht stabil? Was passiert jetzt, wenn der Preis sich ändert? Dann schwanken ja die anderen Preise auch. Kehrt es wieder zum Gleichgewicht zurück und so weiter. Was geschieht, wenn man jetzt die Zeit noch mit einbezieht? Ja, Zukunftsgüter. Das ist dann Böhm-Bawerk gewesen. Die zukünftigen Güter muss man abdiskontieren. Das hat man dann insgesamt zusammengefasst. Ein Mann war das, das war Gérard de Breux, der hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Ein ganz schmales, kleines Bändchen. Der hat geometrisch-topologische Methoden angewendet und hat den Güterbegriff so weit definiert, dass alles Platz hatte. Ja, ein Gut wird einfach definiert als physische Eigenschaften, Ort und Zeit. Und da kann man auch den Zins ganz locker erklären, indem man einfach sagt, das sind halt zwei verschiedene Güter und so weiter. Und in eine etwas ansprechende Reform wurde das dann von Arrow Hahn in dem Buch General Equilibrium Theory
formuliert. Und das sind sozusagen die zwei Bibeln der modernen Gleichgewichtstheorie. Wenn Sie an der amerikanischen Hochschule studieren, da müssen Sie früher oder später, übrigens auch in Cambridge, England, habe ich mir sagen lassen inzwischen, obwohl Cambridge eine ganz andere Tradition hat, dann müssen Sie Arrowhan studieren und müssen Topologie lernen. Und das ist eine ziemlich komplizierte Mathematik, nebenbei bemerkt. Sehr schön, ist eine wunderbare, als Wissenschaft eine wunderbare, die haben mir immer großen Spaß gemacht, ja, aber die Frage ist, erklärt sie Ökonomie? Und jetzt komme ich zu meinem kritischen Teil. Ja, was ist vorausgesetzt? Nun, nehmen wir mal das erste Argument von Walras. Wenn ein Tauschakt zustande gekommen ist, bleiben nur physische Verhältnisse übrig. Und wenn er nicht zustande kommt, fällt dann die Gesellschaft auseinander? Wenn Innovationen scheitern, was ja täglich passiert? Wenn Sie etwas nicht kaufen, Sie gehen in ein Geschäft und kaufen nicht, dann kommt kein physisches Verhältnis zustande. Fällt dann die Gesellschaft auseinander, weil kein Tauschakt passiert? Erste Frage. Zweite Frage. Es gibt viele, viele Tauschakte, wo nicht Gut A gegen Gut B getauscht wird, sondern A gegen Gut B1, B2, B3 und so weiter. So Bündel, Pakete und was Sie alles kaufen. Ja. Wenn Sie einen Handyvertrag abschließen, schließen Sie gleich ein ganzes Bündel ab. Dann haben Sie nicht mehr ein einfaches Verhältnis A zu B, ja, also ein Liter Milch, habe ich vorher gesagt, zu 2 Kilo Brot oder irgend sowas, sondern haben Sie ein Liter Milch zu 1 Kilo Brot, 2 Brezen und was weiß ich was, noch ein Los oder irgendwas. Ja. Dann ist es vorbei mit dem eindeutig physisch definierten Verhältnis, weil die Gegentauschseite untereinander in ein nur subjektiv zu bestimmendes Verhältnis gebracht werden kann. Das ist also das zweite Gegenargument. Viele Tauschakte sind gar nicht eindeutig A zu B, sondern es sind Bündel, die getauscht werden. Nächster Gedanke, der das ganze System hier stört. Wenn Sie die mathematische Formulierung wirklich ernst nehmen, wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, ich habe zuerst Elektrotechnik studiert und darum haben wir natürlich, ich fand das ganz toll, was die Ökonomen da machen, das sieht so wie Kybernetik aus und habe dann angefangen, damals gab es noch kein Excel oder sowas, mit Excel kann man das heute leicht machen, ich habe immer für meine Studis habe ich immer so Excel-Sheets vorprogrammiert, dann konnten die damit spielen. Wenn man die Voraussetzungen, die zum Beispiel Walras verwendet, der verwendet so einen Preisanpassungsparameter. Der sagt, wenn Angebot und Nachfrage auseinanderklaffen, bei ihm ist ein Auktionator, man kann das auch anders erklären, dann muss der Preis angepasst werden. Nachfrage größer als Angebot, Preis geht rauf und so weiter. Also das wird mathematisch formalisiert und da gibt es einen Anpassungsparameter, ein kleines Beta und dieser Anpassungsparameter ist dann dafür verantwortlich, wie schnell ein Gleichgewicht erreicht wird. Nun war ich schon sehr früh fasziniert von Chaostheorien, haben wir gedacht, jetzt schaue ich mir doch mal so eine Preisanpassung an für irgendein Beispiel von Angebots- und Nachfragefunktion, ob es da nicht eine chaotische Reaktion auch geben kann. Und siehe da, die kommt ganz leicht raus, ist nicht schwer, die kann ich ganz einfach erzeugen. Das heißt, die Vorstellung, wenn mal die Voraussetzung akzeptiert wird, die kritisiere ich jetzt im Augenblick nicht, die klammern wir ein, dass man Angebot und Nachfrage auf dem Markt durch Gleichungen formulieren kann und das Wechselspiel darstellen kann durch Anpassungsparameter, wenn man das wirklich, wirklich mathematisch ernst nimmt, kommen höchst leicht instabile Situationen heraus. Es kommen sogar chaotische Situationen heraus, im strengen Sinn der Chaostheorie. Das heißt, ein Gleichgewicht, das nie hergestellt wird. Das hat mich dann doch verwundert. Und man dachte, das muss ich doch irgendwo in einem Buch finden. Interessanterweise sprechen darüber ökonomische Lehrbücher gar nicht. Sie finden in Aufsätzen ein bisschen was darüber, aber das wird nicht Mainstream. Ja, das bleibt alles mehr oder minder eine Spezialuntersuchung. So, als wäre das so ein unwichtiges Detail. Wenn ein Physiker entdeckt, dass eine bestimmte Gleichung nicht konvergiert, dann wird er Folgendes tun. Er wird sagen, hey, das will ich experimentell überprüfen. Dann kann ich vorhersagen, ob ein Ereignis auf eine bestimmte Weise eintrifft. Und wenn das dann tatsächlich so eintrifft, wie die Gleichung es vorhersagt, dann sagt er, aha, mein Modell war richtig. Und wenn das nicht eintrifft, dann sagt er, da muss was falsch sein. Weil eigentlich das Gesetz, das ich aus der Mathematik ableite, muss dieses Ereignis zeigen. Und das zeigt sich nicht.
Nun, jetzt könnten Sie natürlich sagen, na, schauen Sie doch auf die Finanzmärkte, die sind doch chaotisch, das ist doch der Beweis dafür. Ja. Nun, das ist nicht der Beweis dafür, dass dieses Modell in einen Chaosmodus eingetreten ist, das ist ganz vielleicht auch nur einfach der Beweis dafür, dass das Modell überhaupt nicht geeignet ist dafür. Nächster Gedanke. Es gibt einen Begriff innerhalb, vor allem De Broglie hat den eingeführt, innerhalb der mathematischen Ökonomie, der vorausgesetzt ist. Der ist eigentlich recht anschaulich, ist der Begriff des Güterraums. Das heißt, all die Produkte, die es in der Wirtschaft gibt, die Millionen Produkte, ja, die kriegen alle so eine Koordinatenachse. Und daraus machen wir dann einen n-dimensionalen Güterraum, also millionendimensional. Es gibt sogar Modelle mit unendlich dimensionalen Gütermodellen, wenn man die Zeit noch mit einbezieht. Da gibt es auch Lösungen. Ja. Mit Cantor kann man ja mit dem Unendlichen relativ gut umgehen. Ja. Wir bewegen uns also immer, wenn wir ökonomische Entscheidungen treffen, wenn wir handeln, ökonomisch handeln, bewegen wir uns eigentlich in einem Güterraum. Und in dem Güterraum wägen wir bestimmte Dinge ab. Als Konsumenten wählen wir dieses Gut, jenes Gut, und dann beziehen wir die Preise und das Einkommen darauf und dann kommen wir zu einer Entscheidung. Und ein Unternehmen nimmt die Preise und Verkaufspreise und die Preise für die Produktionsfaktoren, wägt es ab, maximiert den Gewinn und kommt dann auch zu einer Entscheidung. Und wenn sich irgendwas an den von außen einfließenden Gütern ändert, an den Ressourcen ändert, dann verändern sich auch die Preise. Ansonsten haben wir weiterhin ein Gleichgewicht. Das ist die Grundidee dieses Modells. Das ist auch das, was das Modell, wie die Amerikaner sagen, sexy macht. Das ist so schön, man kann es ausrechnen. Ja. Und es lässt sich auch relativ, gut, ich kann es einmal anzeichnen, es lässt sich auch relativ einfach visualisieren. Stellen wir uns, an der Tafel haben nur zwei Güter Platz, stellen wir uns zwei Güter vor. Das ist also der Güterraum für zwei Güter. Dann gibt es eine technisch-objektive Seite, wo dieses Gut mit gegebenen Ressourcen hergestellt wird und dieses Gut mit gegebenen Ressourcen. Schmeiße ich alle Ressourcen in die Güterproduktion 1 rein, kann ich so viel erzeugen. Schmeiße ich alles in die Produktion von Gut 2, kann ich so viel erzeugen. Und da gibt es noch Punkte dazwischen. Meistens wird dann sowas angenommen. Das nennt man Transformationskurve. Das ist die objektive Seite der Produktion. Und jetzt nehmen wir noch, hier kann ich es nicht anders, einen sogenannten repräsentativen Konsumenten, also es ist so eine Art Durchschnittskonsument und der hat Präferenzen, der bewertet diese Güter subjektiv. Und diese subjektive Bewertung kann man darstellen durch eine Indifferenzkurve. Ich sage das nur für diejenigen zum Andocken, die das schon mal gehört haben. Dann legen wir hier eine Indifferenzkurve durch, die gerade hier das, die Transformationskurve tangiert und im Tangentialpunkt können wir dann eine Gerade durchlegen und diese Gerade ist der relative Preis. Und schon haben wir ja die Welt erklärt. Der relative Preis ist erklärt, wir bewegen uns im Güterraum, wir haben die subjektive Seite einbezogen, die objektive Seite, dahinter soll Naturwissenschaft stecken, also diese Transformationskurve soll letztlich auf Naturgesetze zurückgehen. Da habe ich auch ein schönes Zitat. Da habe ich ein Zitat, das gefällt mir ganz besonders gut, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten. Stammt von Samuelson. Until the laws of thermodynamics are repeated, I shall continue to relate output to input. It is to believe in production functions. Das ist nichts anderes als eine Produktionsfunktion hier in einer anderen Darstellungsweise. Das heißt, das, was wir in der Ökonomie verwenden, um Angebot darzustellen mathematisch, das sind Produktionsfunktionen, die sollen letztlich Naturgesetze zum Ausdruck bringen. Wichtiger Gedanke. Die subjektive Seite, hier die Präferenzen, da haben wir lang gestritten, bis dann der unnachahmliche Gary S. Becker, den Sie vielleicht kennen, gesagt hat, was wir Ökonomen machen, wenn wir Nutzen und sowas erklären, das gilt universell für alles menschliche Verhalten. Mal gucken, ob ich das Zitat finde. Ja, haben wir es. Und diese Präferenzen sind stabil, die sind genetisch, seit der Steinzeit unverändert. Ja. Er sagt wörtlich,
Die Annahme stabiler Präferenzen bietet eine feste Grundlage, um Vorhersagen über Reaktionen auf verschiedene Veränderungen zu machen und bewahrt den armen Analytiker, das habe ich jetzt eingefügt, bewahrt den Analytiker vor der Versuchung, alle augenscheinlichen Widersprüche zu seinen Vorhersagen dadurch zu erklären, dass er einfach eine entsprechende Veränderung der Präferenzen unterstellt. Was heißt das? Das heißt, es gibt A, einen Güterraum, der kann hochdimensional sein, aber der ist gegeben. Es gibt eine objektive Produktionsseite, dafür sind letztlich die Gesetze der Thermodynamik verantwortlich, sagt Samuelson, und es gibt subjektive Präferenzen, die seit ewigen Zeiten gelten und stabil sind. Und die Wechselwirkung der beiden, das zu beschreiben, ist eben Aufgabe der mathematischen Ökonomie, führt dann zu einem Optimalpunkt, Tangentialpunkt, und wenn man da eine Tangente durchlegen, dann entspricht diese Tangente dem relativen Preis in Gütereinheiten, also dem, was der Walras gesagt hat, hat einen physischen Charakter. Zugegeben, das Modell ist insofern sexy, also ein bisschen damit zu spielen, es ist komplex, es ist ein schönes Spielzeug, viel schöner als ein Computerspiel, nebenbei bemerkt, ja, also wenn man sich darauf einlässt, nur hat es leider mit unserer Wirtschaft nichts zu tun. Jetzt kommen meine Gegenargumente. Erstes Gegenargument, eine Produktionsfunktion, die man braucht, um die objektive Seite darzustellen. Eine Produktionsfunktion ist kein Naturgesetz. Warum? Sehen wir uns ein Unternehmen an. Da arbeiten verschiedenste Arbeitskräfte, da arbeitet ein Management, Sekretärinnen, da arbeitet ein Rechtsberater, da gibt es eine Fabrikhalle, da gibt es Maschinen in der Fabrikhalle. Die Anordnung der Maschinen, das Produktprogramm, das man fährt und so weiter, all das ist Gegenstand von Managemententscheidungen. Natürlich kann man da sagen, es gibt Input und Output. Ja? Es fließt Stahl rein, es fließt Arbeitskraft rein, unterschiedlichster Art und so weiter und hinten kommt was raus, ein Auto oder was weiß ich. Aber dieser Zusammenhang wird hergestellt durch Managemententscheidungen, durch die Entscheidung von Ingenieuren, die die Dinge bauen, durch das Zusammenwirken von Menschen. Und nichts davon hat einen naturgesetzlichen Charakter. Das ist die Interaktion zwischen Menschen. Ja? Darum spielen so Sachen wie Betriebsklima und so weiter, wovon jeder Betriebswirt natürlich etwas versteht, Volkswirte haben da noch nie was davon gehört, darum spielt sowas eine Rolle. Ja? Das heißt, diese sogenannte objektive Seite, die man auf die Seite der Naturgesetze verbuchen können sollte, laut Samuelson, die ist mitnichten objektiv, sondern ist selbst Gegenstand menschlicher Entscheidungen. Zweitens, die Präferenzen, die wir hier sehen, die sollen ja angeblich unveränderlich sein seit der Steinzeit. Und was ist mit neuen Gütern? Wo waren die Präferenzen im menschlichen Genom für Handys in der Steinzeit? Waren die schon da oder wie soll man sich das vorstellen? Also da kommen wir philosophisch gesprochen, kommen wir da in das Terrain der platonischen Ideenlehre, sind alle Ideen letztlich schon irgendwie da gewesen? Oder gibt es wirklich was Neues? Gibt es was Neues, was man vorher nicht vorhersagen kann? Da muss man was über menschliche Kreativität sagen. Und die menschliche Kreativität hat eine lästige Eigenschaft. Sie lässt sich nicht prognostizieren. Wenn Sie ein kreatives Produkt vorhersagen, haben Sie es in dem Augenblick schon erfunden. Es ist unmöglich, eine Neuerung vorherzusagen, ohne sie im selben Augenblick zu erfinden. Das ist ein logischer Widerspruch. Also wenn das Phänomen, das war übrigens ehrlich gesprochen meine Eingangspforte für eine Blickweise, die vor meinem Auge dann die ganze mathematische Ökonomie zum Einsturz brachte, dass ich frage, was tun eigentlich neue Güter? Die gibt's. Ja? Jede Statistik zeigt etwa 30-40% der jährlich angebotenen Produkte sind irgendwie verändert, sind neue Güter. Und für all die sind noch keine Präferenzen definiert. Drum braucht man so etwas Merkwürdiges wie Werbung. Ja? Was tut Werbung? Werbung erzieht Menschen zu diesen Produkten hin, erzeugt die Präferenzen. Warum geben Firmen Geld aus für Product Placement in Spielfilmen? Ja, weil sie erwarten, dass die Identifikation mit der Hauptfigur darin die Präferenz erzeugt darauf. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler es war, irgendwann in den 50er Jahren irgendein Schauspieler, der das Hemd ausgezogen hat und dann ein Unterhemd mit Trägern, dieses
alte, die altmodischen Unterhemden trug, Trägerunterhemd, das bis dahin als völlig outdated galt. Und innerhalb von einem Jahr ist der Umsatz dieses Produkts gigantisch gestiegen. Ja. Waren die Präferenzen auch seit der Steinzeit schon da? Also ich frage das natürlich ironisch, ich halte es einfach für einen Unsinn. Die Werbung und das Funktionieren der Werbung, wenn man auch nicht genau weiß wie, aber sie funktioniert, die Werbung als Tatsache, dass da Geld ausgegeben wird, dass Menschen versucht werden, in eine bestimmte Richtung zu drängen oder, sagen wir so, zu manipulieren, ist der Beleg dafür, dass Präferenzen gestaltbar sind. Also sind Präferenzen Produkte. Die Managemententscheidung, die ein Produktionsprozess zustande bringt, hängt ab von Marktfaktoren, hängt ab von den Erwartungen der Eigentümer, hängt ab von den Rohstoffen, von der Inputseite, von den Rohstoffmärkten und so weiter, hängt ab von politischen Regelungen. Ist mitnichten ein Naturgesetz. Also von dem Satz von Walras, dass Tauschakte letztlich den Charakter von Naturphänomenen haben, bleibt nichts übrig. Und jetzt kommt mein letzter Trumpf. Da muss ich in mein eigenes Scheitern als damals noch gläubiger mathematischer Ökonom bekunden, aber es ist für mich ein sehr lehrreiches gewesen. Ziehen Sie die Lehre auch daraus, wenn ich habe es Ihnen sozusagen vorgemacht, das Scheitern. Ich habe meiner Diss Folgendes versucht. Wenn eine Preisänderung passiert, dann kann man natürlich zwischen zwei Gütern oder zwischen 1000 Gütern unterschiedliche Gewichtungen herstellen. Man kann die Gewichtung verändern. Es gibt aber auch noch was ganz anderes. Wenn ein Unternehmen entdeckt, dass das Produkt läuft jetzt irgendwie nicht mehr aufgrund einer Preisänderung, dann kann es den Laden zumachen. Das ist die Antwort von Arrow Hahn. Ja. Das ist, wenn es unter eine bestimmte Linie fällt, dann verschwindet dieser Prozess einfach und es tritt ein anderer Prozess ein. Oder es passiert das, was Schumpeter die kreative Reaktion nannte. Man denkt sich ein neues Produkt aus, eine neue Vertriebsstrategie, sucht neue Organisationsformen für die eigene Firma, die die Kosten senkt, sucht sich neue Beschaffungswege, sucht sich einen neuen Standort, bestimmt ein paar Politiker, dass man ein paar Subventionen kriegt, hinterzieht Steuern, indem man mit einer Bank zusammenarbeitet, die irgendwo auf den Cayman-Inseln die Besteuerung übernimmt. Das ist keine böse Verschwörungstheorie, liebe Leute, das ist empirisches Faktum, das kann man durch Studien belegen. Kurz, es gibt die kreative Reaktion, ob sie positiv ist, jemand denkt sich ein neues Produkt aus, oder ob sie nur schwarz ist im Sinne der Vermeidung von bestimmten Regelungen, das ist ganz gleichgültig, aber das ist etwas, was im Güterraum überhaupt nicht vorkommen kann. Das heißt, die ökonomischen Entscheidungen finden überhaupt nicht in einem gegebenen Güterraum statt, sondern der Güterraum wird unaufhörlich neu erfunden, neu interpretiert, durch Werbung, Präferenzen versehen, durch technischen Fortschritt neu kombiniert. Kreativität ist also ein ganz wesentlicher Faktor in der Wirtschaft, nur nicht einer, den man berechnen kann. Und davon geht auch sofort ein Blick auf die Massenphänomene. Massenphänomene sind keineswegs nur mechanische Druck- und Stoßbewegungen zwischen Individuen, sondern vielfach was ganz anderes. Sie sind nämlich kognitiv vermittelt. Man ist ja nicht so, dass der Markt wie ein Automatismus unbewusst abläuft, obwohl Hayek das immer wieder behauptet hat. Und übrigens gleichlautend Friedrich Engels und Karl Marx, die haben alle gesagt, das läuft alles unbewusst ab. Ja, die stoßen da aneinander, die wissen eigentlich gar nicht, was los ist, die sind alle verblendet und so weiter. Und Hayek spricht von einem supraconscious Mechanism, das steuert. Ja. Wenn das nicht so ist, sondern wenn wir durch unsere Vernunft hindurch, durch unser Denken hindurch die Wirtschaftswelt immer wahrnehmen, wenn wir auch miteinander sprechen können, wenn wir also ganz anders vergesellschaftet sind, um einen Ausdruck von Max Weber zu verwenden, wenn wir ganz anders vergesellschaftet sind als durch Tauschakte, nämlich über Kommunikation, über Rechtsformen, über Moralregeln, dann ist es unmöglich, die Wirtschaft auf ein mechanisches Drucken und Stoßen von Massenphänomenen zu reduzieren. Nur ein kleines Beispiel, wie die Kognition, die Wahrnehmung, da hatten übrigens Herbert Simon und einige Amerikaner haben in diese Richtung gedacht, ja, und das wenigstens eingeführt, das ist also nicht was vollkommen Neues. Die Wahrnehmung selbst eines Produkts erschafft ja erst das Produkt. Man verleiht einem Produkt durch die Wahrnehmung erst die Bedeutung, das nützt mir etwas. Ja.
Hey, meine Freundin trägt jetzt diese Schuhe, also muss ich sie auch haben. Hey, mein Freund hat jetzt dieses Auto, also muss ich es auch haben und so weiter. Das heißt, die Wahrnehmungsprozesse bestimmen die Wahrnehmung der Produkte. Das ist nicht irgendwas objektiv Gegebenes, sondern ist etwas, was immer durch unser Bewusstsein hindurchläuft und kann deshalb durch Werbung, durch Medien und so weiter verändert werden. Ja? Meinetwegen, 1 Million Menschen in Deutschland trinken das Getränk XY. Es kommt ein Brennpunkt nach der Tagesschau und da berichtet man über ein paar Tote, die dieses Getränk getrunken haben und, was weiß ich, einen Herzkollaps gekriegt haben oder sowas, weil ein bisher nicht erkannter Giftstoff da drin ist. Was, glauben Sie, wird sich mit diesem Gut tun am Markt? Es wird verschwinden. Ja. Warum? Weil die Kognition, die Wahrnehmung seiner Eigenschaften mit beeinflusst, ganz wesentlich bestimmt. Was ich jetzt drastisch dargestellt habe, gilt natürlich subtil auf jeder Ebene. Güter werden in ihrer Qualität bestimmt durch Kommunikationsprozesse. Ich habe mein erstes Handy nicht gekauft, weil ich plötzlich in mir das Bedürfnis entdeckt habe, SMS versenden zu wollen, sondern weil ich gesehen habe, dass das jemand neben mir macht und dann haben wir gedacht, nö, ist ja gar nicht so schlecht und so weiter. Ja. Dann habe ich es nachgeahmt und das nennt man Bandwagon-Effekt und was alles in der Werbepsychologie durchaus bekannt ist, das hebt die Grundvoraussetzung eines möglichen mathematischen Modells vollständig auf. Um hier einen Punkt zu machen, noch nicht ganz, ich brauche noch 5, 6 Minuten, ich gebe Ihnen noch genügend Zeit zu fragen. Die ähnliche Fragestellung wurde übertragen, also diese mathematisierte Fragestellung, wurde übertragen auf Finanzmärkte. Da ging man auch aus von einem Massenphänomen, stochastisches Massenphänomen. Man kann Der Markt bewegt sich entlang des Erwartungswertes und da gibt es eine Gauss-Kurve drumherum, da kann man dann die Varianz abschätzen und so kann man Risiko und Ertrag ins Verhältnis setzen und die Risiken kann man jetzt wieder getrennt versichern, das war diese Black-Scholes für die Derivate und daraus abgeleitet kann man eigentlich die Risiken fast in Sicherheiten verwandeln, man muss ja nur das Portfolio breit streuen. Ja, wenn man es breit streut, sind alle Fälle erfasst, weil man bewegt sich in einem definierten Güterspektrum oder Produktspektrum und deshalb ist so etwas wie eine Finanzkrise einfach unmöglich. Ja, das war die Aussage der Rationaltheorie. Es gab jüngst übrigens doch wieder einen Nobelpreis dafür, ja, für genau diese Aussage. Man hat also diese mathematische Grundlage, die Grundlage für die mathematische Modellierung, nämlich ökonomische Massenphänomene und auf dem Markt liegen quasi natürliche Phänomene vor. Das hat man sogar in dem Bereich hochspekulativer Märkte, die ganz offensichtlich abhängig sind von allen möglichen Marktbeeinflussungen und allen möglichen Tricks. Selbst daraufhin hat man sie ausgedehnt. Dass das schiefgegangen ist, ist klar, ja, das haben wir gesehen. Übrigens, nicht erst 2007, 2008, sondern bereits viel früher. Es war viel früher erkennen. Also die ersten Formen von Computerhandel, die waren 1987 erkennbar. Da gab es einen ziemlich großen Crash, wo die Computer plötzlich wechselseitig sich Verkaufsorders gegeben haben. Das war zum ersten Mal, dass der Computerhandel eine Rolle gespielt hat. Inzwischen hat man das natürlich trickreich höchst verfeinert. Und man macht alle möglichen Formen von, wie man es in der Branche nennt, Front-Running. Das heißt, man bietet irgendwas massenhaft an, zieht das Angebot sofort wieder zurück im Millisekundentakt und weiß aber, wie der Markt darauf reagiert und macht ordentliches Schnäppchen von ein paar Cent oder sowas pro Produkt. Und wenn man Millionen anbietet, dann können Sie ausrechnen, da kommt schon in 1, 2, 3, 4 Minuten kommt da einiges zusammen. Goldman Sachs macht mit diesem Verfahren pro Tag bis zu 3-stellige Millionenbeträge. Das ist reine Marktmanipulation, da funktioniert gar nichts mehr nach dem Naturgesetz, außer die Computer, die funktionieren natürlich nach dem Naturgesetz, das ist klar. Ja. Was also ist diese ökonomische Theorie, die da mathematisch auftritt? Wenn die Voraussetzung, wenn die Kritik, die ich gebracht habe, richtig ist in den wichtigen Punkten, neue Güter, Präferenzen sind nicht stabil, Produktionsfunktionen gehorchen nicht einem Naturgesetz,
sondern sind, Produktionsprozesse sind Resultat von Managemententscheidungen. Managemententscheidungen, Marktprozesse sind eingebettet in kommunikative Prozesse. Kommunikative Prozesse sind auf gar keinen Fall naturwissenschaftlich zu beschreiben. Wenn all das richtig ist, was ergibt sich dann als deduktiver Schluss daraus? Diese mathematisch-ökonomischen Modelle beschreiben nicht die wirtschaftliche Wirklichkeit. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen Sie an Ihrem eigenen Anspruch scheitern. Und was ist dieser Anspruch? Damit Sie sagen, nicht sagen, ich würde Ihnen da was, würde was behaupten, zitiere ich wieder mal einen von den großen Gurus dieser Disziplin, Milton Friedman, der große Champion der Freiheit, hat 1953 den fundamentalen Artikel geschrieben für die Methodik in der Ökonomie. Ja. Es gab eine ganze Reihe von Besprechungen für das Buch, das sind dann so hymnische Dinge, da seither hängen wir alle an den Lippen von Milton. Ja, Milton ist unser Guru und so weiter. Also für die amerikanische Ökonomik und leider auch für die anderen Länder ist Milton Friedmans methodologische Darstellung maßgebend geblieben. Was ist das für eine Darstellung? Es ist im Wesentlichen die Fragestellung der mathematischen Ökonomik. Da gibt es Modelle, das sind mathematische Modelle, da können wir ein bisschen aussuchen, da können wir wählen, aber es gibt ein Kriterium für dieses Modell, es muss funktionieren, und zwar wie? Als Prognose. Er sagt, Milton Friedman, the ultimate goal of a positive science, das ist eine so naturwissenschaftlich orientierte Wissenschaft, also the ultimate goal of a positive science is the development of a theory or hypothesis that yields valid and meaningful, it is not truistic, also nicht tautologische, predictions about phenomena not yet observed. Such a theory is in general a complex intermixture of two elements, a language, das lese ich jetzt nicht alles ausführlich vor, die mathematische Sprache und dann die empirische Beobachtung. Aber der entscheidende Punkt war, valid and meaningful predictions about phenomena. Das ist das Kriterium, das Killer-Kriterium für die methodisch angewandte Methode der mathematischen Ökonomik. Wenn Prognosen scheitern, widerspricht das dem Modell und ein anständiger an der Methodologie von Friedman selbst und überhaupt der Science, wie man es in den Naturwissenschaften versteht, solch einer Wissenschaft wird was tun. Er wird zunächst versuchen, das Modell zu verändern. Und wenn es mit den Prognosen immer noch nicht klappt, wird er sich ganz woanders umschauen. Ja? Über Jahrzehnte und Jahrhunderte hat man versucht, die Wärme durch Phlogiston zu erklären, hat nicht geklappt, bis irgendjemand auf die Idee kam, das gibt es ja gar nicht. Ja, also Wärme ist Bewegung. Und siehe da, plötzlich haben die Prognosen funktioniert. Das ist der Unterschied zur Physik. Die Physik liefert einen Denkrahmen für Techniken und die Techniken funktionieren. Die funktionieren sogar so gut, dass sie einen Ingenieur, der eine Brücke baut, die zusammenbricht, verklagen können. Ja, den können sie verklagen. Haben Sie schon mal gehört, dass der Sachverständigenrat in Deutschland verklagt wurde? Oder die so 25 Fehlprognosen von Hans-Werner Sinn? Ja. Ich habe sie alle gesammelt, ich kann sie Ihnen im Detail vorführen. Ja. Haben Sie da schon mal gehört, dass da irgendwas passiert? Nein, wenn das so ist, dann muss irgendwie die mathematische Erklärung der Ökonomik eine andere Funktion erfüllen. Ich wollte das eigentlich ausführlicher, aber die Zeit ist immer so ein Problem. Aber ich kann das in einem Satz kann ich es Ihnen vorstellen. Normal haben wir folgendes Bild vor Augen. Hier gibt es eine Theorie und hier gibt es eine Wirklichkeit. Und zwischen, wir können die Theorie austauschen, da gibt es also dann, das nennt man dann plurale Ökonomie, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen gepiesackt, ja. Jetzt machen wir mehrere Modelle und probieren die in der Wirklichkeit aus, machen wir mehrere Modelle. Und vielleicht erwischen wir dann irgendwann eins, das stimmt. Diese Vorstellungsweise, hier gibt es Theorien und da gibt es die Wirklichkeit der Wirtschaft, ist ein fundamentaler Denkfehler. Warum? Was ist denn diese Wirklichkeit hier? Das sind wir alle als Gesellschaft. Wir kommunizieren miteinander, wir leben miteinander, wir sind politische Bürger, wir wählen, wir bestimmen durch unsere Wahlen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Kurz,
Wir verwenden in unserem ökonomischen Alltag Modelle in unserem Kopf. Die Modelle sind Teil der Wirklichkeit, Teil der Kommunikationssphäre. Und ein Modell, das ein Verhalten voraussagt, wo ich entscheiden kann, ob ich das Modell anwende oder nicht, ist kein Modell im physikalischen Sinn. Sie können Verhaltensprognosen dann nicht mehr machen, wenn derjenige, der sich verhält, das Modell selbst kennt. Wenn ich die Prognose mache, Sie gehen anschließend aus dem Hörsaal raus, gehen über die Straße, ein Lastwagen fährt Sie tot, was werden Sie tun? Sie kennen ja jetzt das Modell, Sie gehen halt nicht raus. Also wenn es eine wahre Prognose war, dann falsifiziert die Anwendung der Prognose das Modell. Es ist logisch unmöglich, dass eine Wirtschaft, in der das Modell immer notwendiger Teil ist, physikalistisch objektiv erklärt werden kann. Der Beobachter in der Wirtschaft ist ein Teil der Wirklichkeit, die er erklären will. Und das erfordert eine völlig andere Art des theoretischen Nachdenkens. Um es ganz böse zu sagen, die mathematische Ökonomie mit ihrem physikalistischen Weltbild, also in der Natur ist ja wirklich so, der Mond ist da draußen, da sind wir als Beobachter und da können wir jetzt kommunizieren, wie immer wir wollen und wir können in millionenfacher Größe können wir hüpfen und sagen, nein, die nächste Mondfinsternis wollen wir nicht, ja, es wird keinen Effekt haben. Aber wenn wir millionenfach demonstrieren und sagen, diese Börsen wollen wir nicht mehr haben, dann kann es schon passieren, dass wir sie schließen und plötzlich verschwinden sie. Das heißt, diese Gegenstände, über die wir in der Wirtschaft reden, sind eingebettet in eine Gesellschaft, die auf ganz unterschiedlichen Kanälen funktioniert und die deshalb nicht objektivierend, rein objektivierend beschrieben werden kann. Und jetzt kommt meine Konklusion. Wenn dennoch immer wieder, obwohl die Prognosen regelmäßig scheitern und obwohl die Forschungsinstitute einfach es nicht hinkriegen, die wichtigen Ereignisse vorherzusagen. Wer hat den Aufstieg Chinas vorhergesagt? Wer hat den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt? Wer hat den Crash von 1987 vorhergesagt? Den 2000er Crash? Wer hat vorhergesagt, was 2007 und 2008 passiert ist? Ja, Sie finden immer jemand. Ja. Gut, ich habe auch geschrieben, dass es irgendwann passiert. Ich kann auch sagen, ich habe es vorhergesagt. Ja. Sie finden immer irgendjemand, der schon mal eine Ahnung geäußert hat. Aber nicht systematisch durch die Anwendung dieser Theorie. Das ist der entscheidende Punkt. Die Vorhersagen waren eher Prophetien, Ahnungen oder irgendwas anderes. Aber es war nicht die präzise Vorhersage aufgrund einer Modellstruktur. Niemand hat den Aufstieg Chinas durch die Anwendung neoklassischer Methoden, eines neoklassischen Wachstumsmodells oder irgend sowas vorhergesagt. Niemand, definitiv niemand. Hinterher hat man es natürlich wieder in diese Modelle reingepackt. Das geht natürlich immer. Ja, Ex-Post-Prognosen, auch die sind klasse, ja, die funktionieren immer. Okay, was folgt daraus? Die werden angewendet, diese Modelle. Da treten also immer diese fünf Figuren, treten vor die Politik hin, liefern so ein dickes Gutachten ab und sagen, das dürft ihr nicht tun. Ja? Gleich habe ich es. Geduld. Wenn die es trotzdem tun und sie sagen, was ist jetzt, nehmen wir die jüngste Prognose, der Mindestlohn, das ist das Armageddon. Ja? Wenn wir den Mindestlohn einführen, das Armageddon. 1 Million mehr Arbeitslose wird das geben, hat jüngst Hans Werners in der Wirtschaftswoche gesagt. Todsicher wird das so sein. Ja, er hat sich ja noch nie geirrt. Ja, es ist unmöglich, dass er sich irrt. Ja. Und warum genau 1 Million? Warum nicht 800.000? Warum nicht 1,4 Millionen? Ja? Da wollte ich mal die Modellstruktur sehen. Ja. Was heißt das, wenn jemand solch eine Prognose abliefert? Das ist ein reines Werturteil. Das ist eine Aufforderung zum Handeln an die Politik. Das ist keine Prognose über objektiv physische Phänomene, wie am so und so vielten gibt es wieder einen Vollmond. Das ist eine normative Aussage. Kurz, es ist eine normative Aussage, die im mathematischen Gewand einer Wissenschaft daherkommt. Sie sagt nicht, dass sie eine Ethik ist. Aber sie ist eine. Sie ist also, das war der Terminus, den ich dafür geprägt habe, eine implizite Ethik.
Es ist eine implizite Ethik, man merkt es nicht, weil das sind ja Experten. Wie der Walras gesagt hat, so wie der Physiker die kosmischen Gesetze anwendet, so wenden wir die Gesetze auf die Wettbewerbswirtschaft an und so wie ihr dem Physiker vertraut, so müsst ihr mir vertrauen. Ja? Das ist derselbe Gedanke. Ein Riesenunterschied. Die kosmologischen Modelle, erstens funktionieren sie und zweitens können wir tatsächlich die Kosmologen, wenn es nicht funktioniert, kritisieren und können Forschungsmittel an den Lehrstühlen entziehen. Entziehen Sie mal einem Forschungsinstitut in Deutschland die Mittel. Ich habe immer mal vorgeschlagen, machen wir doch bei den Forschungsinstituten die Zuwendungen, die staatlichen Zuwendungen erfolgsabhängig. Bei Fehlprognosen gibt es das nächste Mal 40% weniger oder je nach, da kann man ja eine Zahl machen. Kurz, lassen wir den lieben gepriesenen Markt auch hier arbeiten. Let the market work, ja, hat Friedman immer gesagt. Ja, lassen wir doch auch bei den Prognosen an. Was glauben Sie, was mit den mathematischen Modellen und den Prognosen passieren wird? Ich mache keine Prognose, aber ich habe eine Ahnung. Ja. Kurz, mit physikalischen Prognosen können Sie das sofort machen, die können Sie sofort verkaufen. Das nennt man Technik, Expertenberatung und so weiter. Ja. Da kriegen die Leute viel Geld, das nennt man Headhunting. Da funktioniert das ganz anders. Aber in der Ökonomie, eine Fehlprognose. Als ich im IFO-Institut gearbeitet habe, der größte Raum war der Raum im Keller für alte Gutachten. Für die hat sich niemand mehr interessiert. Da fragt niemand nach einem Jahr, hey, was habt ihr da vorausgesagt? Nein, da sagt man, ja, wie lautet die neue Prognose? Die neue Prognose, die wieder scheitern wird. Kurz, das ist ein Spiel moralischer Beeinflussung, das nicht sich zu sagen traut, dass es eine Ethik ist. Ökonomie ist eine Ethik. Und der erste Schritt, um diesen Zustand zu überwinden, ist die Erkenntnis, dass es so ist. Dass die Ökonomik eine Ethik ist. Und dann müssen wir wieder ethisch argumentieren, müssen wir wieder sagen, was wollen wir eigentlich, welche Art von Beeinflussung wollen wir, welche Art von Information wollen wir. Natürlich sind Statistiken gut, um bestimmte Fragen zu beantworten, aber welche Art von Modelle wenden wir an bei der Interpretation und so weiter. Und wenn es schon neoklassisch sein soll, künftig Prognosen marktabhängig machen. Es gibt einen Preis dafür und da sollen die Forschungsinstitute in Wettbewerb zueinander treten und sollen ihre Prognosen so verkaufen müssen, dass sie nach Erfolg bezahlt werden. Und wenn alle daneben liegen, dann hat der Staatshaushalt was gespart. Ja? Also ich sehe da eine gute Möglichkeit, die ökonomische Wissenschaft zu reformieren, indem man die eigenen Ideale auf sie selbst anwendet. Wenn ich das allerdings auf dem Podium mit Kollegen vorgeschlagen habe, dann ist es nahezu handgreiflich geworden. Man hat immer nur gesagt, ich habe die Prognose, Wesen der Prognose nicht verstanden. Ja, das, ich habe es schon sehr gut verstanden. Okay, damit lasse ich es bewenden und stelle mich gern noch, ich hoffe, wir haben noch Zeit genug für einige Ihrer Fragen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, dass wir das Mikro verwenden, sonst ist auf der Aufnahme nachher nichts zu hören. Bei Fragen bitte Hände in die Luft. Ich mache da nochmal leiser. Alle überzeugt? Das wäre traurig. Bitte um Widerspruch. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Es ist jetzt schwer, diese Frage zu stellen, nachdem die Modelle so schlecht dastehen. Aber es würde mich interessieren, warum die Präferenzen konstant sein müssen, damit die Modelle funktionieren, die Modelle, worüber wir jetzt geredet haben. Ja, das ist die These von Gary S. Becker. Die hat schon was für sich. Wenn Sie bei jeder Vorhersage, die mit der bisherigen Präferenz, also Sie nehmen irgendeine Nachfragefunktion an, ja, und sagen dann voraus, der Preis ist gestiegen, darum wird jetzt die Menge sinken, ja, aufgrund der gewöhnlichen Nachfragefunktion. Und wenn die Prognose, nehmen wir mal an, sie hat sogar einmal funktioniert, ja, nehmen wir das mal an. Ja, und jetzt machen Sie anhand dieser Nachfragefunktion wieder eine Prognose und die scheitert. Und Sie gehen dann her und sagen, ja, das kann ich gut erklären, die Nachfragefunktion hat sich verschoben.
Ja, das kann mehrere Gründe haben, aber unter anderem eben auch, dass sich die Präferenzen verändert haben. Das ist das, was Milton Friedman truistisch nennt, also tautologisch, da kann ich alles erklären. Ja. Also wenn ich richte mir, wenn sich die Fakten so geändert haben, dass die bisherige Modellform diese Fakten nicht erklärt, dann sage ich, naja, das Modell hat sich geändert. Oder die Konstanten haben sich geändert. Ja. Das ist ganz wichtig, weil in der Naturwissenschaft, stellen Sie sich mal einen Physiker vor, der ein Naturphänomen erklärt, vielfach erklärt hat, die Scientific Community akzeptiert diese Erklärung, und jetzt taucht plötzlich ein neues Phänomen auf und man kann das nicht erklären. Und da setzt er sich einfach hin und sagt, naja, da hat sich die Gravitationskonstante eben mal vorübergehend geändert. Da wird es sich lächerlich machen. Ja? Das heißt, variable Konstanten anzunehmen, ist für ein Modell der Science, der physikalistischen Modellierung, unmöglich. Das kann man nicht machen. Sobald ich das mache, verlasse ich eigentlich den Weg einer ernsthaften, widerlegbaren, Popper würde sagen, falsifizierbaren Wissenschaft. Ja. Dasselbe passiert bei Produktionsfunktionen. Also das schönste Beispiel ist, Solow schätzte 1956, im ersten, wo er die neoklassisches Wachstumsmodell entwickelt hat, heute nennen wir es Solow-Modell, schätzte er das Wirtschaftswachstum durch zwei Produktionsfaktoren, durch Arbeit und Kapital. Hat lange Zeit reingemacht, hat dann eine Korrelationsanalyse gemacht, hat verschiedene Produktionsfunktionen durchprobiert und selbst bei der besten, das war die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, kam heraus, 7/8 des Wachstums konnten nicht erklärt werden durch Arbeit und Kapital. Die normale Reaktion darauf ist, hoppla, die Funktion, da stimmt was nicht, die funktioniert überhaupt nicht. Solow hat den Spieß umgedreht und hat gesagt, ja, ja, da hat sich die Funktion verschoben. Die 7/8 waren eben technischer Fortschritt. Ja, und die Frage ist, wie erklärt man jetzt technischen Fortschritt? Ja, dadurch, dass sich die Produktionsfunktion verschoben hat. Merken Sie was? Das nennt man Truistik, also eine Theorie, die nichts erklärt. Ja, das ist nach dem schönen Bild, jetzt zitiere ich, nochmal Popper, eigentlich sonst nicht mein Freund, aber in dem Fall passt er sehr gut. Popper hat gesagt, das ist so eine Erklärung wie, warum stürmt das Meer? Ja, weil Poseidon wütend ist. Und woran erkennst du, dass Poseidon wütend ist? Ja, weil das Meer stürmt. Ja? Also diese Art von Logik, die ist in der Ökonomie sehr verbreitet. Ja? Man hat immer wieder gesagt, ja, da haben sie eben die Präferenzen geändert, wenn man mit der Erklärung gescheitert ist. Prognose ist mal wieder, also ich nenne jetzt keine Namen mehr, aber es wird mir schon wieder ein paar einfallen in Deutschland. Das hören Sie, wenn, ja, warum hat es das nicht geklappt? Ja, wir haben angenommen, dass der Ölpreis konstant ist. Ja, wir haben angenommen, dass dies oder jenes konstant ist. Kurz, man muss immer Konstanten annehmen, sonst funktioniert die Wissenschaft nicht. Aber wenn die Konstanten selbst variabel sind, funktioniert das physikalische Modell nicht und dann kann ich die mathematische Methode nicht anwenden. So einfach ist das. Kannst du es weitergeben? Ja. Dankeschön. Okay, zwei Fragen, die eine eher technisch, die andere eher, wie Sie sich dann Ökonomik vorstellen. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist ja dann die Ökonomik als Ethik, wäre das dann eine Art Austausch von Argumenten. Und der Wissenschaftler, der dann das beste oder die beste Argumentstruktur vorbringt, setzt sich dann auf Dauer durch oder der wird dann von der Politik als Ratgeber herangezogen. Ist es die Interpretation richtig? Oder ist ich erhoffe mir davon nicht dieses Ergebnis. Ich habe es nur vorgeschlagen, um die Absurdität der Prognosen beim gleichzeitigen Hochhalten des Marktideals aufzuzeigen. Ich sage, wenn wir schon die Märkte anwenden für die Bildung und für die Gesundheit, ja, warum nicht für diese Wissenschaft? Und wenn das nicht anwendbar ist, weil das endogen den Untergang dieser Wissenschaft erzeugt, dann muss was falsch sein. Nur deshalb. Ich erwarte mir davon nichts. Ja. Richtig, ich versuche tatsächlich in dem, was man vielleicht, ich habe viel kritisiert, aber ich habe auch positive Dinge entworfen, was ich versuche so etwas wie eine
Theorie, der, ich nenne es semiotische Theorie, das heißt, wie sind, kommen eigentlich ökonomische Bedeutungen zustande? Wie glauben wir an bestimmte Größen? Wie kommen die zustande in einem Tauschakt, beim Geld, bei der Kommunikation? Wie hängt das alles ineinander, ist das alles ineinander verwoben? Das ist eine Wissenschaft, die ist im Gedanken durchaus präzise, aber sie kommt eben nicht zu Prognosen. Weil das wichtigste Axiom für mich ist, sage ich immer und immer wieder, Menschen sind im Prinzip frei und kreativ und diese beiden Dinge sind nicht prognostizierbar. Folglich können wir nur Kommunikationsstrukturen beobachten, vielleicht gestalten, vielleicht verbessern, die über bestimmte Zusammenhänge in der Wirtschaft Entscheidungen treffen. Ja. Dass man natürlich, wenn wir mit Geld umgehen, und das wird man die nächste Zeit noch müssen, ja, das wird man nicht einfach abschaffen können, dass da natürlich gerechnet werden muss, ist vollkommen klar. Ja. Nur der Fehlschluss besteht darin, wenn gerechnet wird, wenn ich beobachte, dass Menschen rechnen mit Geld, mit Kosten und so weiter, dann unterstellt man, weil das ja mathematisch ist, könne man das Rechnen berechnen. Und das ist ein Fehlschluss. Weil das hängt immer davon ab, welche Methode ich anwende, welche Bewertungssysteme ich anwende, was mir gerade wichtig erscheint und so weiter. Also die Tatsache, dass gerechnet wird in der Wirtschaft, und das wird ja ständig, das ist ja das Wesen des Geldes. Das kann ich nicht seinerseits berechnen. Wenn man das verstanden hat. Es gibt schon Bereiche, um das jetzt ein bisschen einzuschränken. Zum Beispiel gibt es Gewohnheitsbildungen. Also Menschen gewöhnen sich an bestimmte Kaufgewohnheiten. Und da kann ich dann natürlich auch lokal auf den Markt bezogen durchaus mal eine sinnvolle Prognose machen. Prognose im Sinn von lineare Extrapolation. Ja. Also das ist so gewachsen oder das ist konstant geblieben. Und wenn die Gewohnheiten unverändert sind, Sie sehen die Wenn-Dann-Bedingung, dann kann ich hoffen, erwarten, dass das so bleibt. Das ist im Grunde das, was Marktforschung macht. Ja. Das ist durchaus sinnvoll. Ja. Also da habe ich gar nichts dagegen. Nur muss man wissen, was man tut. Dieses Argument bezieht sich auf Gewohnheiten. Und Gewohnheiten können sich über Nacht ändern. Ja. Das ist keine Konstante. Das sieht von außen vielleicht, jemand, der sich gewohnheitsmäßig verhält, der sieht von außen aus wie ein Automat, aber er ist doch jemand, der hat Macht über seine Gewohnheiten. Das werden jetzt die Raucher vielleicht nicht unter Ihnen, vielleicht nicht unbedingt zustimmen, aber selbst das Rauchen kann man sich abgewöhnen. Ja. Okay, dann die zweite Frage noch, mehr technischer Art. Sie haben am Anfang gesagt, dass ja, seit Beginn des 20. Jahrhunderts eher Präferenzen als ordinale Präferenzordnung angesehen werden. Und dass man da bloß einen Index gibt. Allerdings erinnere ich mich an die, soweit ich die von Neumann-Morgenstern-Nutzen-Funktion in Erinnerung habe, dass die einen kardinalen Wert zumisst. Auch in der Spieltheorie verwendet man das wieder. Ja. Das ist vollkommen richtig. Also das ist nicht ausschließlich, aber die, wenn Sie sich mikroökonomische Lehrbücher angucken, sagen wir Varian oder irgend so jemand, die verwenden nur noch Ordinale. Ja. Das, also es hat eigentlich, hat es Edgeworth eingeführt, die ordinalen Nutzenfunktionen, weil die Edgeworth-Box kann man ja auch wirklich ordinal verstehen, man muss sie nicht kardinal verstehen. Aber es gab immer noch, Marshall zum Beispiel hat immer die Kardinalität verteidigt, auch beim Barwerk und so weiter. Und ich erinnere mich an meinen akademischen Lehrer, bei dem ich promoviert habe, der hat das immer mit Nachdruck Sie wissen doch, was ein Geldschein wert ist und wenn ich Ihnen einen mehr gebe, das können Sie doch irgendwie einschätzen und sagen, das bedeutet mir, naja, 10 Mark, damals war es noch Mark, 10 Mark mehr oder 10 Mark weniger. Ja. Das ist natürlich richtig, man kann immer Leute befragen. Man kann sie immer befragen und kann sagen, wie schätzt du was ein und dann gebe ich da eine absolute Zahl ein. Das kann man natürlich machen. Ja. Aber selbst da haben wir dann ein Problem beim interpersonalen Vergleich. Ja. Also kardinal auf eine Person bezogen, ja, wenn die Gewohnheit konstant bleibt, aber deswegen werden wir unsere beiden Präferenzen nicht addieren können. Ja, also wenn Sie sagen, ich schätze eine weitere Flasche Coca-Cola ein mit, was weiß ich, 70 Cent und ich sage mit 5 Cent, weil ich kein Coca-Cola trinke, dann wird man das nicht einfach irgendwie addieren können oder so auf dem Markt. Das wird nicht funktionieren. Also bleibt es doch immer personal und insofern ist die Kardinalität für mich dann wenig spannend. Dass in der Spieltheorie die Sache noch ein bisschen anders ist, also vor allem auch Nash führt ja diese Kardinalität ein, der hat ja das dann noch weiter getrieben als von Neumann-Morgenstern. Das ist natürlich völlig richtig. Aber die Spieltheorie macht die interessante Voraussetzung, dass nicht nur der Spielraum, nennen wir es mal so, ja, der Spielraum ist definiert, der wird ja auch mathematisch beschrieben, den darf ich ja auch nicht variieren. Und dann wird er meistens
kardinal ganz selbstverständlich belegt. Also die ersten Tauschmodelle, die der Nash noch als Paper, als Student geschrieben hat, da hat er einfach gesagt, ja, wie können wir den Nutzen abschätzen, der jemand entsteht? Ach, die nächstliegende Möglichkeit ist doch, wir messen es einfach in Dollar. Ja. Wenn man natürlich diesen pragmatischen Standpunkt hat, dann macht man sich da keinen Kopf drüber. Ja. Die Ordinalität wird eigentlich nur bei Aggregationen wichtig. Und wenn man also versucht, Nutzen zu aggregieren, so wie das in der klassischen Benthamschen klassisch-benthamischen Utilitarismus versucht wurde, dass es sowas wie einen Gesamtnutzen gibt, da wird die Fragestellung wichtig. Aber diese Fragestellung ist ja gerade durch die neoliberale Revolution, die aus Österreich kam, also Hayek, Mises und so weiter, völlig weg gewesen, weil die haben immer nur Ordinalität vorausgesetzt, weil sie eben strikte Individualität haben und gesagt, wir können Nutzen nicht addieren, es gibt keinen Gesamtheitsbegriff, es gibt auch keine Geldmenge und so weiter, sondern es muss immer individuell bleiben und dann fällt die Frage sowieso weg. Ja. Ich würde aus Zeitgründen vorschlagen, letzte Frage, wenn das okay ist. Sorry, dass ich. Aber ich wollte den Gedanken rund machen und darum hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Und zwar haben Sie Ihre Gegenbeispiele jetzt quasi als fundamentale Kritik dargestellt. Aber vielleicht würde jemand anders sagen, ja, das, also ne, neue Güter, das ist schon schwierig, aber das ist jetzt kein fundamentales Problem unseres Modells, wir haben das halt vereinfacht. Wo würden Sie sagen, ist die Grenze, um zu sagen, das ist jetzt ein fundamentales Problem oder das kann man jetzt noch als Annäherung an die Realität betrachten? Das finde ich immer so ein schwieriger Punkt. Der Punkt ist die kreative Reaktion, die Schumpeter eingeführt hat. Wenn es so wäre, ich weiß, als ich anfing darüber zu schreiben, hatte ich auch meine Korrespondenzen, da habe ich immer die Antwort gekriegt, wieso, das ist doch kein Problem. Da haben wir ein altes Gleichgewicht, da wird ein neues Gut eingeführt, dann haben wir ein neues Gleichgewicht. Da gibt es irgendwelche Übergänge, Hicks hat da sogar Modelle entwickelt, er nannte das Traversen. Ich wollte übrigens das sogar mathematisieren, habe daran gearbeitet, ja, und dann gemerkt, warum ich scheitere. Ja. Der Punkt ist, die Voraussetzung besteht ja darin, es gibt Gleichgewichte, die Marktbewegung geht auf ein Gleichgewicht zu, dann kommt eine Störung, da ist ein bisschen Unruhe, da blickt man nicht genau durch, aber dann geht es wieder auf ein neues Gleichgewicht zu. Die Reaktion der Aktoren, also der Unternehmen und der Haushalte, auf eine Datenänderung führt immer wieder notwendig zum Gleichgewicht. Das ist die Vorstellung hierbei. Wenn aber, und das ist der Punkt, wenn aber die Reaktion darin besteht, dass selbst der Güterraum verändert wird, also das, worin das System operiert, wird im System endogen verändert, dann kann man zeigen, das führt zu einer mathematischen Modellierung, die nicht mehr haltbar ist. Ja. Weil das Modell soll ja erklären, wie im Güterraum ein Gleichgewicht zustande kommt. Wenn jetzt aber dieses Gleichgewicht deshalb nicht zustande kommt, weil der Güterraum, also der Raum, worin die Anpassung vollzogen wird, sich verändert im Wege der Anpassung, dann wird niemals ein Gleichgewicht erreicht. Ja? Dann ist die ganze Voraussetzung hinfällig. Und deshalb ist es wirklich eine fundamentale Kritik. Ich habe es übrigens auch als mathematisches Axiom, wenn Sie Lust haben, Sie finden das auf meiner Homepage, habe ich das mal als Paper veröffentlicht, da können Sie es sich nachlesen. Ja. Ist gar nicht so tragisch, das ist im Grunde ist eine stark vereinfachte Idee von Gödel. Gödel hat gezeigt, warum Systeme nicht abgeschlossen werden können, das habe ich auf die ökonomische Theorie angewendet und das finden Sie da. Wurde übrigens mit glänzender Nichtbeachtung beantwortet. Vielleicht mache ich deshalb ein bisschen PR dafür. Steht frei im Internet, also mehr als herschenken kann ich es nicht. Wenn es okay. Umsonst ist, kann es ja nichts wert sein, das ist wahrscheinlich die Logik. Ja. Falls es noch weiteres Interesse gibt, kann ich ins Mansboy einladen, da gehen wir jetzt noch in kleiner Runde was essen. Vielleicht nicht alle, aber wer Interesse hat. Und Ihnen danke ich recht herzlich für Ihren Vortrag. Dankeschön. Und freue mich, als wir uns bald wiedersehen. Danke. Nächste Woche wird Stefan Püringer über den Zusammenhang zwischen ökonomischer Theorie und der Verbreitung dieser durch die Ökonomen und der realen Wirtschaft sprechen. Und ich denke, das wird sehr spannend und ich freue mich drauf. Bis dann.